Capsio AL finden, auch wenn man Knopf drückt im System Study Materials. Ja, wir müssen uns mehr und mehr in die Nutzung von Gut und Böse vertiefen, in wechselseitiger, guter Verbindungsweise, in einem Ausgleich zwischen beiden, wo es keinen, nicht einen ohne dem anderen gibt. Es gibt keinen Guten ohne dem, nichts Gutes ohne Schlechtes und nichts Schlechtem ohne Gutem. Denn nur in einem Gegensatz zueinander können wir wirklich klären und überhaupt jegliche Sache erkennen. Und nachdem wir erkannt haben, wie gegensätzlich sie waren, können wir an der richtigen Verbindung von beiden arbeiten, dass beide sich gerade in so einer Weise verhalten haben, um uns zur mittleren Linie, zum Schöpfer zu bringen. Deshalb steht geschrieben, es gab keine Freude vor dem Schöpfer, wie an dem Tag, wo er Erde und Himmel geschaffen hat. Denn nur dann, wenn es Himmel und Erde gibt, das heißt, den Willen zu empfangen und den Willen zu geben, also Gut und Böse, quasi Gut und Böse, und man eines gegenüber dem anderen erkennen kann, erst dann können wir erkennen, wie schön das miteinander angeordnet wurde, dass es nichts Böses und nichts Gutes gibt, sondern dass es eigentlich nur zwei gegensätzliche Kräfte sind und dass wir zwischen ihnen stehen. Nicht, weil es uns von einer Kraft gut oder der anderen schlecht gibt, sondern weil durch die richtige Verbindung beider wir die Form einer Quelle für beide ausfindig machen können. Deshalb ist es für uns wichtig, exakt zwischen Gut und Böse zu sein, zwischen dem Geben und dem Empfangen, damit wir fühlen und den Ausgleich zwischen beiden fühlen können, damit niemand von beiden stärker ist als der andere, sondern genau in jener Stärke, um in optimaler Weise die gegensätzliche Kraft, die gegensätzliche Kraft zu enthüllen. Deshalb ist die mittlere Kraft, die wir enthüllen, wenn wir die Kraft des Gebens und die Kraft des Empfangens erkennen, deshalb wird die mittlere Kraft als goldener Pfad bezeichnet. Wenn wir auf das Gleichgewicht zwischen der guten und der schlechten Kraft hier, der bösen Kraft hier, bewahren. Denn in so einer Weise wird das Böse auch zum Guten. Von vornherein verstehen wir bereits, dass der Schöpfer nichts Negatives geschaffen hat, nichts Böses, nichts Schlechtes, sondern nur Gutes. Und das ist nur in Bezug zu uns. Deshalb lasst uns zum Text herangehen. Wir sind bereits nahe an seinem dessen Ende und bemühen wir uns, den Text zu beenden und weiterzugehen. Wir haben noch andere Themen. Bitte. Wir lesen Punkt 22, Auslöschen von Amalek. Uns wurde der böse Trieb, Amalek genannt, gegeben. Während der Arbeit ist es unmöglich, den Geschmack der Torah und der Mitzvot zu ergreifen, weil dies sonst nicht als Arbeit angesehen wird. Daher müssen wir das Schlechte in uns überwinden, was als Auslöschung von Amalek angesehen wird. Und dann können wir mit dem Licht der Erlösung belohnt werden, wie damals in den Tagen von Mordechai, als sie mit beobachtet und empfangen belohnt wurden. Unsere Weisen sagten, sie beobachteten
weil sie bereits empfangen haben. Bis jetzt mit Zwang, von nun an freiwillig. Mit Zwang bedeutet zwangsweise, wenn jemand etwas tut, ohne Freude an der Handlung zu haben. Er tut es zwangsweise und dies wird mit Gewalt genannt. Wenn er sich zwangsweise zur Einhaltung der Torah und Mitzvot zwingt. Wenn wir jedoch Amalek unterwerfen, werden wir damit belohnt, dass wir den Geschmack der Torah und der Mitzvot schmecken, wo der Rabbi, potresti spiegarci che cosa significa osservare la Torah in modo coercitivo, fare osservare la Torah. Rav, können Sie uns erklären, was bedeutet die Torah und mit Wort mit Gewalt auszuführen? Torah wird als mittlere Linie bezeichnet, wenn wir das Gute und Böse in einer in richtiger, wechselseitiger Weise, vollkommener Weise nutzen, um uns in direkter Weise auf den Schöpfer auszurichten. Denn vom Schöpfer gehen Kräfte aus, von ihm gehen quasi Gutes und Böses aus, und diese Kräfte kommen zu uns, und damit wir zu ihm gelangen können, müssen wir die gute und die böse Kraft gleichwertig nutzen und so vorankommen. Also das ist ganz genau die Nutzung der mittleren Linie. Kiew 1. Ja, teurer Rav, er schreibt hier, wenn man den Amalek unterwirft, dann wird man damit belohnt, den Geschmack der Torah und Mitzvot zu schmecken. Was bedeutet das? Dann, wenn der Mensch seinen Willen zu empfangen richtig nutzen kann, das heißt die Absicht, um zu geben, wobei der Amalek das Gegenteil ist, der Wille, für sich selbst zu empfangen. Wenn der Mensch seinen Willen zu empfangen in die Absicht zu geben umwandeln kann, so bedeutet es, dass er seinen Amalek unterwirft, das Gute in, also das Böse in Gutes umwandelt und als Ergebnis, als Resultat dessen enthüllt er die höhere Kraft, den Schöpfer. Und was bedeutet, dass er am Ende fängt den Geschmack in der Torah und in Mitzvot schmeckt? Dann hat er nämlich Genüsse und Füllungen davon, dass er das Ganze, das Gute in Böses umwandelt, das Böse in Gutes umwandelt, und er erhält aus den Korrekturen eine Füllung. Die Füllung ist die Enthüllung des Schöpfers in Form von Aranchai. Was ist das für ein Genuss? Das heißt, ich habe jetzt irgendwelche Gedanken, Verlangen gegen die Verbindung, ich schließe mich dann in Szene an. Was passiert danach? Versuch einmal, zu einem Genuss vom Geben zu gelangen, von der Verbindung zum Geben an den Nächsten. Und dann wirst du aus dem heraus verstehen. How can we understand that we are subjugating under Amalek? Rauf eine Frage meines Sinnes. Wie können wir verstehen, dass wir den Amalek unterwerfen? Wir sind jetzt unter dem der Herrschaft von Amalek. Amalek heißt Al-Menat Lekabel, das heißt in der Absicht, für sich selbst zu empfangen. Und wir unterwerfen uns unter diese Herrschaft, sodass all unsere Handlungen, all unsere Wünsche nur darauf ausgerichtet sind, von ihnen das Resultat zu erhalten, die egoistische Füllung. Das bedeutet, dass in uns der Amalek herrscht, in den kleinen Sachen, auf den kleinen Stufen wie bei uns und sogar auf den hohen Stufen. Und unsere ganze Arbeit liegt darin, ihn zu unterwerfen.
gerade das Gegenteil zu machen, dass wir zu einem Zustand gelangen müssen, wo all die Handlungen, Gedanken, Wünsche, in welchen eine egoistische Absicht enthalten ist, dass wir diese zur Einschränkung, also zuerst mal einschränken müssen und sie danach umwandeln müssen, das Gegenteil, in die Absicht zu geben. Und das bedeutet, den Amalek zu besiegen. Gesprochen wird über die innere Arbeit des Menschen in all zu gewöhnen, zu welchem ihm sein Leben verpflichtet, sein Leben verpflichtet. Die Stufe des Sprechenden ist eine Stufe der Ähnlichkeit mit dem Schöpfer. Denn wenn der Schöpfer mittels der Weise der Kabbalah andere Wünsche erwirbt und seine Wünsche gegen fremde Wünsche tauscht, sowohl hinsichtlich Qualität als auch Quantität, so wachsen in ihm in diesem Maß die Form, angepasste Formen an den Schöpfer. Und dementsprechend heißt er Adam. Und das ist bereits angepasst an die spirituelle Welt. Denn dementsprechend, entsprechend diesen spirituellen Eigenschaften in ihm, fühlt er anders, denkt er anders und ordnet sein inneres Leben in einer besonderen Weise. Rav, darf man noch eine Frage stellen? Wie wichtig ist es, Kli, dieser Bund zwischen uns, wie kann er zum Sieg über Amalek uns bringen? Alles ist von ihm abhängig, weil die Absicht für uns zu empfangen ist, sind die trennenden Kräfte zwischen uns. Und das höchste Bündnis, die höchste Verbindung erhalten wir durch die Verbindung zwischen uns, denn dadurch löschen wir Amalek aus, wir zerstören ihn, wir lassen ihn nicht zwischen uns erscheinen. Petachtikwa 23, bitte. Rav, wenn der innere Krieg passiert und im Herzen bin ich vollkommen schwachlos und atme mit Schwierigkeit, was mache ich dann falsch? Warum denkst du, dass du irgendetwas nicht richtig machst? Wenn du kämpfst und irgendwie zermürbt herauskommst, aber dich dennoch erhebst über den Willen zu empfangen, hin zur Verbindung, so ist das bereits Erfolg. Und du musst dem Schöpfer dankbar sein, dass er dir solche Kräfte gegeben hat, dass er dich richtig ausgerichtet hat und so weitermachen. Die mangelnden Kräfte sind, weil du keine Beziehung, keinen Bezug hast zur, nicht genug verbunden bist mit der Gemeinschaft. Dieser Krieg ist darin, um mit der Gruppe verbunden zu sein. Es ist für mich nicht klar. Der Krieg ist dazu da, um mit der Gruppe verbunden zu sein, diese Hindernisse im Herzen wegzunehmen, ein Teil des Szenes zu sein. Ich komme ja gerade hier schwach, ohne Kraft heraus. Du musst an die Verbindung denken und nicht an den Die Verbindung mit dem Zähnen nimmt Kräfte weg. Was bedeutet so ein Gefühl der Kraftlosigkeit im Zähnen? Das bedeutet, dass wir uns verbinden wollen, um die höhere Kraft zwischen uns zu enthüllen,
und wir schaffen es nicht, also wenden wir uns an diese Kraft, damit sie uns helfen möge. Denn alles, was wir erlangen, erlangen wir nur in der Hinwendung an den Schöpfer, in der Zuwendung an ihn und in einem Gebet von ihm, nur dadurch. Das bedeutet, dass der Mangel meiner persönlichen Verbindung mit Sehen ist, ist ein Mangel meiner Kräfte und der Mangel der Kräfte in Bezug auf den Schöpfer ist das, was den Zähne betrifft. Man muss sich dort um die Verbindung mit dem Schöpfer sorgen. Selbstverständlich. Indem jeder seine Wünsche in den Zähne einbringt, wollen wir dort unsere Bestrebungen gemeinsam zum Schöpfer erheben, wie einen Blumenstrauß. Und dann überreden wir dadurch den Schöpfer, uns zu helfen. Gott ist und Michael. Punkt 23. Was ist die Bedeutung von, und du solltest den ewigen, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinen beiden Trieben, mit guten und bösen Trieb. Wie kann aber der böse Trieb zustimmen, die Torah und Mitzvot zu befolgen, wenn sie große Freude an ihnen empfindet, stimmt sie auch zu. Um also mit dem Licht der Erlösung belohnt zu werden, müssen wir uns zuerst damit beschäftigen, Amalek auszulöschen. Und dann werden wir mit der Erlösung belohnt, wie es damals in den Tagen von Mordechai und Esther war. Doch womit können wir Amalek auslöschen? Unsere Weisen sagten dazu, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe die Tora als Gewürz erschaffen. Durch die Torah können wir das Schlechte auslöschen. Aber nicht jeder hat die Fähigkeit, sich mit der Torah zu beschäftigen. Aus diesem Grund heraus wurde uns die Sache von Issachar und Zebulon gegeben, nämlich die Sache der Anhänger der Torah und der Lernenden der Torah, wo sie durch die Vereinigung zu einem Menschen alle Schüler genannt werden. Dann, wenn alle zu einem Bündel werden, werden wir in der Lage sein, Amalek auszulöschen und mit der Erlösung belohnt zu werden. Hier streift er nun einen ganz, ganz besonderen Zustand. Hier thematisiert etwas ganz Wichtiges, damit wir verstehen, dass es einen kleinen Teil der Menschheit gibt, welcher sich mit der Erkenntnis des Schöpfers beschäftigen kann, in dem Aufbau der Verbindung zwischen der ganzen Welt, diesem ganzen tierischen, materiellen Verlangen und dem Schöpfer, um nur eine Passage zu sein. Und der ganze Rest der Menschheit unterstützt hier nur auf materiellen Ebenen, wie sehr sie auch kann. Man fordert von der Menschheit nicht, zu den Absichten und des Gebens Willen zu gelangen, zur Enthüllung des Schöpfers. All das geschieht nur dadurch, dass je mehr sie unterstützen, in dem Ausmaß, in dem sie unterstützen, erhalten sie durch den Einfluss von oben. Kurz gesagt, man muss nicht abwarten, dass die ganze Menschheit erwacht und zur Weisheit der Kabbalah kommt. Sie wird dazu nicht gelangen, denn die Weisheit der Kabbalah ist eine spirituelle Arbeit. Sie haben aber keinen Bezug zur Arbeit. Sie sind bereit, daran teilzuhaben, so wie der Baal HaSulam uns schreibt. So wie er schreibt, dass die ganze Menschheit darin unterstützen wird, wie wir zum Schöpfer gelangen. Sie werden teilhaben, aber was, worin? Etwas, was sie nicht verstehen. Sie werden sagen, ja, wir wollen das gute Leben haben, wir wollen uns von dem ganzen Bösen in der Welt lösen, trennen wollen. Also tut und wir werden das einfach unterstützen.
Und das bedeutet, dass sie uns quasi auf ihre Schultern hinnehmen werden und uns zum Schöpfer erheben werden. Warum hängt von ihnen diese Arbeit ab? Denn das, was wir tun, ist dazu da, um sie mit dem Schöpfer zu verbinden, um eine Passage zu sein, wie der Baal HaSulam schreibt, in dem Artikel Arvut, damit wir als Übergang verbunden sein müssen, auf der einen Seite mit dem Schöpfer und mit der Menschheit auf der anderen Seite. Und wir müssen zwischen ihnen so eine Brücke bauen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann wird die ganze Welt quasi Güte vom Schöpfer erhalten und wird sich ihm nähern und korrigiert werden. Türkei 7, bitte. Good morning, Rav. Good morning, dear friends. There is a question from our tent. Could you explain to us, Freunde, what does it mean to work out Amalek? Freunde, also können Sie erklären, was es bedeutet, den Schöpfer auszulöschen? Aufhören, mit die Absicht zu empfangen, zu benutzen. Almata 1. Vielen Dank, Lehrer. Rav, wir bemühen uns zu klären, was dieser böse Trieb ist. Wenn wir uns bemühen, uns miteinander zu verbinden und angenehme Verbindung haben, gibt es dennoch etwas Gegensätzliches in jedem Einzelnen von uns. Irgendwo ärgert mich der Freund. Manchmal gibt es Stimmen in mir, die mir sagen, es lohnt sich nicht, sich mit ihnen zu verbinden und sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen. Irgendetwas sagt mir auch, alles für mich selbst zu empfangen. Was bedeutet das eigentlich? Was ist diese Absicht, für sich selbst zu empfangen? Das ist die Hilfe gegen ihn. Man erweckt dich mit umgekehrten Kräften, umgekehrten der Heiligkeit, der Spiritualität, damit du erweckt wirst und beginnst zu entscheiden, was du brauchst in deinem Leben und gemäß dem weiterzumachen. Die ganze spirituelle Arbeit ist eine Arbeit gegen das Verlangen. Deswegen musst du die Wichtigkeit des Spirituellen in deinen Augen vergrößern, erhöhen, und das kann man nur mit Hilfe der Umgebung tun, wie wir studieren. Über den Einfluss der Umgebung, der Wichtigkeit der Umgebung, wie sehr die Umgebung dich beeinflusst, gibt dir auch das Gefühl der Größe, der Spiritualität, des Gebens, der Erlangung des Ziels und aus dem, dass du zum Nächsten herauskommst, weil im Gefühl des Nächsten, diesem großen Verlangen, welche du erlangst von dem Nächsten, dort erlangst du die spirituelle Welt. Und gut, Michael. Punkt 24. Der Vers sagt, erinnert euch daran, was Amalek euch auf dem Weg angetan hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, was euch auf dem Weg widerfahren ist. Tilge das Andenken an Amalek unter dem Himmel, vergiss nicht. Wir sollten verstehen, warum wir uns an das erinnern müssen, was Amalek uns angetan hat. Um das Gebot zu erfüllen, löscht das Gedächtnis Amaleks aus. Das bedeutet, dass wir nicht auslöschen können, wenn wir uns nicht daran erinnern, was uns angetan hat, sondern genau so viel, wie wir uns an ihn erinnern, was uns angetan hat, das können wir auslöschen und nicht mehr als das. Wir sollten verstehen, was es in der Arbeit bedeutet, dass er sagt, löscht die Erinnerung an Amalek aus. Und wenn wir keine Erinnerung haben, dann können wir nicht auslöschen. Deshalb wurde uns zuerst die Mitzwa gegeben, erinnere dich daran, was Amalek dir angetan hat. Dann haben wir die Erinnerung an Amalek und wir können die Mitzwa des Auslöschens von Amalek vollziehen.
Das heißt, wir müssen Etappen durchlaufen, wo wir spüren, dass das Verlangen, was das Verlangen zu empfangen, die Absicht zu empfangen für sich selbst uns antut, dass es uns vom Spirituellen trennt, dass es uns in irdischen Berechnungen lässt. Und in dem Ausmaß, in welchem wir sehen, das Resultat, dass das Verlangen zu empfangen über uns herrscht, in so einer Art, können wir tatsächlich uns mobilisieren und es auslöschen, ihn auslöschen. Gut, Türkei 2. Dorarov, eine Frage von unserem Zehner. Wir bestimmen die Arbeit mit Amalek als eine innere Veränderung. Sie haben gesagt, wir müssen Handlungen dazu machen, aber was sind das für Handlungen? Wir müssen uns bemühen, einfach all die Kräfte der Teilung zu überwinden, vor allem die Kräfte der Trennung, die es zwischen uns gibt. Das nennt man, dass es unser Krieg mit Amalek ist, weil Amalek, das heißt Absicht für sich selbst, offenbart. No? Amalek può anche essere considerata quella forza che ci dice che non c'è bisogno di avere attriti e che quindi non ci permette di connetterci al di sopra della ragione. Kann der Amalek als, auch als eine Kraft angesehen werden, die sagt, dass wir keinen Bedarf haben an Zwistigkeiten und dass wir über den Verstand gehen müssen? Richtig. Amalek kann auch sehr schön sein und kann sagen, wozu braucht man den Kampf, die Reibereien, überhaupt wozu muss man ein bisschen voranschreiten. Geh, folge dem einfachen, guten Leben, wie alle das tun. Und jetzt, wenn ihr um 2 Uhr nachts aufgestanden seid, versucht einfach ein gutes Leben zu leben. Das ist auch Amalek, ja? Jede Absicht zu empfangen ist Amalek. Aber es ist nicht möglich ohne ihn, weil wir schließen zwar uns in den Schöpfer ein, aber wir werden nicht geboren, wir kommen nicht heraus aus ihm. Aber wir müssen ihm gegensätzlich sein, um uns von ihm zu treffen, um selbstständig zu wachsen, außerhalb von ihm. Und deswegen, diese Kraft, die uns trennt vom Schöpfer, wird Amalek genannt. Aber wir müssen kämpfen. Wir dürfen nicht ihn auslöschen. Wir müssen nur über die Absicht zu empfangen, aus diesem Verlangen, welches zu uns kommt, in der Absicht zu empfangen, damit hier ein Verlangen zu geben wird, müssen wir, bauen wir aus Amalek dem Schöpfer auf. So machen wir das. Das eine gegen dem anderen. Ashkelon 3. Fortsetzung zu dem, was Sie gesagt haben, warum nutzt man eigentlich den Begriff auslöschen? Wir lernen, dass man eigentlich nichts in der Spiritualität auslöschen darf. Dann hebt er seinen Amalek auf. Nochmals, dies vervollständigt das Glied zum Auslöschen von Amalek, wo mit diesem Verlangen und Mangel, den ein Mensch hat, er darin die Verluste spürt, die dieser Amalek ihm im Leben zufügt. Und doch kann er sie nicht aus eigener Kraft überwinden. Zu diesem Zeitpunkt spürt der Mensch, dass er nur die Hilfe des Schöpfers braucht, dass der Schöpfer ihm helfen wird. Und er glaubt an unsere Weisen, welche sagten, wer kommt, sich zu reinigen, dem wird geholfen. Und dann widerruft der Schöpfer seinen Amalek.
Ja, das heißt, wir müssen uns bemühen, selbst Handlungen auszuführen, bis wir zu einem Zustand gelangen, dass wir sehen, dass wir zu nichts fähig sind, außer zum Schöpfer zu schreien. Und wenn wir diesen Schrei erheben, kommt die höhere Kraft und... um den heiligen Namen zu vervollständigen, dann wird er die ganze Zeit offenbaren, die er und einer und sein Name sind eins heißt. Nochmals, der Mensch wird in die Welt geboren, um Korrekturen auszuführen und den heiligen Namen zu vollenden. Wie unsere Weisen über den Vers sagten, der Ewige hat geschworen, der Ewige wird Krieg gegen Amalek führen. Sie sagten, der Schöpfer hat geschworen, dass sein Name nicht vollkommen ist und sein Thron nicht vollständig ist, bis er den Namen Amaleks auslöscht. Wir sollten interpretieren, dass der Name Yud-Hei, genannt Chub, also Chochma und Binah, denn für Wav und Hei leuchten sollen. Dies kommt durch die Arbeit des Menschen, der einen Sohn und eine Tochter gebären. Das heißt, der Schöpfer gibt uns Chochma und Binah und wir müssen die Arbeit in Serapin und Malchut ausführen. Das nennt man, dass der Schöpfer von Yud-Hei, von Chochma und Binah gibt und wir müssen in Vav-Hei arbeiten. Das heißt, in Serapin und Malchut. Ja? Also den Aspekt des Männlichen, Gefäße des Gebens, in denen das Licht von Chassadim leuchtet. Vor allem müssen wir solche Kelim erlangen, wenn es einfach nur ein Verlangen zu empfangen gibt, worin es nichts gibt, und wir müssen vor allem daraus Kelim des Gebens schaffen. Das heißt, wir studieren in den Zehn Sfirot, dem Studium Zehn Sfirot, dass das Kelim sind, welche die Avyut, Shoresh und Aleph, Stadium 01 haben. Und aus ihnen schaffen wir bereits, erstellen wir bereits den Anfang des spirituellen Kelim, ja? Und er muss und er muss Malchut genannt, also und diese Chassadim leuchten und erstrecken sich auf Malchut genannt Tochter, welche Gefäße des empfangen sind, in denen das Licht von Chochma leuchtet. Und zu dieser Zeit vervollständigt man durch seine Arbeit den heiligen Namen, genannt Yud-Kei Vav-Kei. Dass das ganze Verbreiten des Lichtes von oben nach unten geklärt wird und in uns offenbart ist. Und dies geschieht durch das Auslöschen von Amalek, das heißt durch die Beschäftigung mit Torah und mit Zvot, um den heiligen Namen zu vervollständigen. Das heißt, wir führen verschiedenste Handlungen aus, in dem Ausmaß, in dem es möglich ist, damit alle Eigenschaften, alle Verlangen, alle Absichten sich in der Absicht des Gebens offenbaren. Das bedeutet, den heiligen Namen hinzuzufügen, zu ergänzen. Dann offenbart sich die Ganzheit, genannt er und sein Name sind eins. Er und sein Name, das heißt, das allgemeine Licht und das allgemeine Kli wie ein Ganzes werden. Das heißt, dass damit das Licht das Kli füllt und das Kli. Jakob. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Weltkli. Es gibt die folgende Fragen. Wie drückt sich das aus, dass wir uns über Amalek, wenn wir uns über Amalek erheben? Wir mit solchen Stücken, Portionen korrigieren unsere Beziehung zu Amalek, gegenüber Amalek, damit es richtig wird. Und wir müssen verstehen, dass dieser Krieg in allen Generationen passiert, das heißt von Generation zu Generation, von Stufe zu Stufe bis zur Endkorrektur, wenn wir ihn vollkommen auslöschen. Das heißt, dann diese Absicht zu empfangen verschwindet vollkommen aus unserer Arbeit und dann kommt das höhere Licht und dann gelangen wir zum Martikun. Noch eine Frage, wie kann man den Amalek so umwandeln, dass er dem Zehner dient?
Wir müssen in der Verbindung zwischen uns entdecken, wo befinden sich bei uns diese Amalek, wo ist die Absicht, dass unsere Verlangen, die in der Absicht zu empfangen sind, auf den einfachsten und bis zur schwierigsten Stufen. Und wir müssen uns bemühen zu kämpfen. Und das ist alles. Es gibt nichts anderes. Immer müssen wir suchen danach, was uns stört, was uns hindert. Und das kann auf den niedrigsten Stufen sein. Das heißt, wenn ich mich in einem Zustand befinde, dass es mir gut geht, es ist mir angenehm, ich bin froh, ich bin zufrieden, aber ich denke nicht über das Voranschreiten zum Schöpfer nach, über die Verbindung. Wo ist dann hier mein Krieg mit dem Amalek? Also muss ich, wie es geschrieben steht, ständig muss der Mensch den guten Anfang und bösen Anfang ausrichten und so auf solche Art und Weise voranschreiten. Und hier ist das Problem. Deswegen müssen wir uns ständig halb im Bösen, halb im Guten aufrechterhalten. Wenn diese schlechte Klima erweckt werden, muss ich mit ihnen kämpfen, um zum Schöpfer voranzuschreiten. Wenn wir den bösen Trieb nicht hätten, wenn diese ganzen bösen, schlechten Gedanken uns nicht offenbaren würden, dann könnten wir zum Schöpfer nicht voranschreiten. Dann brauchen wir den Schöpfer nicht. Bräuchten wir den Schöpfer nicht. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich mich gut fühle, dann muss ich anfangen, mich zu sorgen, wieso ich mich gut fühle, weshalb. Bin ich mit meinem Zustand zufrieden, aber der Zustand ist ja unkorrigiert. Deswegen muss ich, wie es geschrieben steht, ständig den guten Anfang auf den bösen Anfang erwecken. Und dann muss ich aus dieser Komfortzone herauskommen und beginnen zu kämpfen, bis der böse Trieb, welcher sich offenbart, bis ich anfange. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Kann der Zehner das Leid des Freundes als einen Chisaron für das Gebet zu nutzen, um sich hier über das Ziel zu erheben? Ja, natürlich. Wie können wir das sonst tun? Wir müssen die Chisaron der Freunde nehmen, seinen schlechten Zustand, welchen er hat, und beten. All diese Zustände ausnutzen, damit wir alle sie überwinden, all diese schlechten Zustände, welche all die Freunde haben. Und dann werden wir sehr schnell zum Erfolg kommen. Stell dir vor, alles, was es in jedem gibt, was ihm stört und uns stört, und zum Ziel der Schöpfung voranzuschreiten, wir schmeißen uns alle zusammen darauf und dann zerreißen wir einfach die bösen Trieb in Stücke und gelangen zur Verschmelzung dadurch. Tbilisi. Guten Morgen, teurer Rav. Wir haben folgende Frage. Was ist mit dem Ego? Was ist mit Amalek? Wir verstehen nur das. Dass wir außer der Hinwendung an den Schöpfer nichts anderes haben. Aber können Sie hier ein bisschen mehr darauf eingehen, was jenes Gebet ist, das der Schöpfer von uns erwartet? Wir haben sogar so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht von Betenden. Das ist gut, dass ihr nach Mitteln sucht, wie ihr zum Schöpfer beten könnt, damit er euch hört. Der Schöpfer hört nur eine Sache, dass er zu euch kommen kann und basierend auf eurer Hilfe euch zusammen verbinden kann, um sich in euch zu offenbaren. Und das ist alles. Was anderes braucht man nicht. Alles andere
Das ist rundherum. So ein Gebet muss es geben. Im Endeffekt, gib uns die Möglichkeit, uns zu verbinden, damit du dich in unserem Inneren offenbaren kannst, sich in uns ausbreiten kannst, in uns weilen kannst. Aber ihr müsst vor allem ein Streben im Herzen schaffen, ein Streben in jedem Einzelnen zur Verbindung. Ich möchte mit den Freunden verbunden sein. Ich möchte. Und dann all diese Bestreben müsst ihr zusammen sammeln und vom Schöpfer bitten, dass er das tut. Und sogar, wenn wir verstehen, dass all unsere Streben zur Verbindung, sie sind egoistisch, sie sind nicht richtig, alles ist eine Lüge, aber wir möchten. Was ist die Erinnerung, das Gedächtnis an Amalek? Weil jedes Mal wir uns bemühen müssen, nicht zu vergessen darüber, dass alles, was wir erlangen, erlangen wir gerade deshalb, weil der Schöpfer in uns den bösen Trieb mit Absicht erschaffen hat, dass dann mit der richtigen, in der richtigen Arbeit mit dem bösen Trieb wir zum Schöpfer, zu ihm gelangen können. Und deswegen da dürfen wir das nicht vergessen, ständig dieses Prinzip hochhalten, dass nur das Näherkommen dem Schöpfer mit Hilfe der richtigen Arbeit mit dem bösen Trieb geschehen kann. Mit dem Morgen, Rav, Frage aus dem Zehner. Mit der ganze muss ich der ganze Zehner auf Amalek stürzen? Nein, wir kämpfen mit ihm, wir kämpfen mit dem allgemeinen Amalek in dem Zehner. Wenn jeder spürt, wie sehr das Verlangen, Genuss zu empfangen, ein Verlangen, welches einfach uns zu irgendeiner Beruhigung zieht und uns die Möglichkeit gibt, uns zu kämpfen und diesen, unseren Amalek zu besiegen, also die Absicht zu empfangen. Michael? Satz 27. Es ist unmöglich, den Wind mit einer Axt zu schlagen. Vielmehr stößt der wehende Wind den Wind zurück. Eisen stößt Eisen und so weiter. Und da das Wesen von Amalek ein Spötter ist, der alles in der Materialität zerstört, ohne Wissen, sondern nur mit Spott, kann man ihn deshalb in der Welt nicht durch den Geist des Wissens vernichten, sondern nur durch etwas, das über dem Wissen steht, nämlich durch den Wein der Tora. Das ist für uns nicht ganz klar, aber etwas können wir verstehen daraus, dass wir Amalek nur mit Hilfe des Schöpfers besiegen können, welcher uns eine besondere Kraft gibt, uns zu erheben über Amalek. Wir löschen ihn damit aus, dass wir ihn nicht ausnutzen wollen. Wir betreten in diese Kriege nicht ein tatsächlich und dass wir unsere, mit unserer Kraft ihn dort auslöschen wollen oder etwas tun möchten. Aber wir erheben uns über ihn. Das bedeutet, dass wir zu einem Zustand gelangen, wenn wir den Glauben und den Verstand haben. Und dann bleiben all seine Kräfte. Lösche die Erinnerung an Amalek aus. Das bedeutet, dass du dich über ihn erhebst. Du nimmst in die Berechnung ihn ein, nur dafür, um sich über ihn zu erheben. Und deswegen, das ganze Böse, welches der Schöpfer erschaffen hat, es bleibt, aber befindet sich hinten bei Ahoraim, im hinteren Teil, im umgekehrten Teil des spirituellen Parzufs. Und deswegen, alle Klipot, sie bleiben
dass wir uns über dem uns erheben können, uns über dem uns halten können. Und dann in Gmar Tikkun gelangt man, wie es heißt, kommt das Licht des Messias, welches die allgemeine Berechnung auf das ganze Böse tut, und das ganze Böse wandelt sich um das Gute. Wir sind dieses Dokument durch. Dokument durchgegangen, und wir gehen jetzt über zum nächsten Dokument. Und wir gehen über zum nächsten Dokument. Das, worin der Schöpfer schlägt, ist eigentlich eine Heilung. Zitat Nummer 1. Jegliche Krankheit, die ich auf Ägypten gelegt habe, werde ich nicht auf dich legen, weil ich der Schöpfer, dein Heiler bin. Die Weisen fragten: Wenn ich keine Krankheit gebe, wozu braucht man dann einen Heiler? Denn wozu braucht man einen Arzt? Und wir müssen interpretieren, weil ich der Arzt bin. Und warum sollte ich dir eine Krankheit geben, wenn ich verpflichtet bin, diese Krankheit zu heilen? Und welchen Profit habe ich daraus, wenn ich eine Heilung geben muss? Dann müsste das aus Strafe geschehen. Und wenn ich diese Heilung, wenn ich diese Krankheit heilen müsste, welche Strafe wäre das? Es wäre quasi so, als würde ich die Arbeit umsonst machen. Deshalb werde ich keine Krankheit auf dich legen. Und das, was du als Krankheit, für eine Krankheit hältst, darin irrst du dich. Denn all die Zustände, die du fühlst, wenn du sie mir zuschreibst, sind all das nur Korrekturen, sodass du dich dadurch mir in an. Also ich sehe bislang keine einzige Frage. Das heißt, was sind das für Abschnitte, die wir jetzt studieren? Die Überschrift lautet so, dass der Schöpfer schlägt, er heilt. Wir haben über all diese Schläge studiert, um uns zu erwecken, dass wir. Und jetzt wollen wir studieren, worin die Korrektur, ist, die vom Seite des Schöpfers kommt, auch von unserer Seite. Das heißt, es gibt Schläge, die wir erhalten. Und danach, dank dem, dass wir uns im Verlangen zu empfangen uns befinden, welche das ganze Böse und Gute spürt, welche ihn greift. Und dann, und wenn der Schöpfer uns irgendeinen Schlag gibt, dann müssen wir dafür irgendeine Belohnung erhalten, Kompensation. Und deswegen steht es geschrieben, dass dass der Schöpfer schlägt, damit heilt er. Das ist jeder Schlag, wenn wir denken, dass es ein Schlag ist, tatsächlich ist es eine Heilung. Und genauso ist es richtig in Bezug auf die ganze Menschheit, die sich so entwickelt, und auch in Bezug auf jeden Einzelnen. Aber nicht, dass wir diese Schläge lieben müssen, aber wir müssen lernen, wie wir diese Schläge richtig empfangen, annehmen können, wie wir richtig empfinden können. Und es so tun, dass sie uns durchlaufen wie der gute Hasadim. Dass es Hasadim ist, das ist sicherlich so, weil von oben kann nichts Schlechtes kommen, was man uns gibt. Aber damit wir uns korrigieren, um das anzunehmen, was von oben kommt, in der richtigen Art und der richtigen Form zu empfangen, in der guten Art, darin liegt unsere Korrektur. Das heißt, im Endeffekt, das, was wir tun, müssen uns so korrigieren, damit alles, das vom Schöpfer kommt, von unserem Vorteil wird. Und dass wir nicht unterscheiden, dass das etwas Gutes, von guter Seite kommt, das von schlechten Seite, das von rechts, von links. Nein, nein. Alles ist von Hasadim. Alles ist zu unserem Vorteil. Alles, was der Schöpfer macht. Und so müssen wir zu solchen Korrekturen gelangen, dass wir nicht mehr spüren werden, in keiner Handlung des Schöpfers, wir werden spüren, dass alles von ihm kommt, dass es niemanden gibt außer ihn. Und alle Handlungen, die zu uns kommen, sie alle
kommen vom Schöpfer. Und all diese Handlungen sind alle gute Hasidim. Nicht, dass sie Hasidim sind, aber ich spüre sie schlecht, aber sie sind dann zu meinem Vorteil. Nein, ich spüre, dass sie gut sind. Also das heißt, unsere Kelim müssen so sehr korrigiert sein, dass ich nichts Böses überhaupt auf der Welt spüre. Niemals würde ich einen Mangel spüren, einen Nachteil spüren. Und dann in dem Ausmaß, wenn ich nur das Gute spüre, offenbare ich ihn. When we ask connection as a ten from the Creator in order to build a strong Kli, what should I pay attention to, so I can ready for it? Wenn wir um Verbindung vom Schöpfer bitten, wenn wir als Zehn um Verbindung vom Schöpfer bitten, um ein starkes Kli zu bilden, worauf muss ich dann darauf achten, damit ich selbst dazu bereit bin? Du musst dich bemühen, zusammen mit Freunden zu sein, in der Handlung der Verbindungen. Das heißt, umso größer eure Verbindung richtig, desto mehr eure Verbindung richtig sein wird, werdet ihr mehr verstehen, was der Schöpfer von euch möchte. Was sagt er? Ihr müsst dann offenbaren und könnt offenbaren im Inneren eurer Verbindung buchstäblich seine Stimme, seine Zuwendung. Und das alles kommt für die Verbindung zwischen euch. Wenn ihr diesen allgemeinen gemeinsamen Platz haben werdet zwischen euch, dann werdet ihr in diesem Platz beginnen, die Stimme des Schöpfers zu offenbaren, die Zuwendung des Schöpfers. Ihr werdet beginnen zu verstehen und zu spüren, was er will, und all seine Handlungen, all seine Worte, Buchstaben, alles, was er sagt. Er spricht nur über die Handlung und die Verbindung zwischen euch. Mehr oder weniger, mehr oder weniger. In verschiedenen Arten. Das sind wie Buchstaben in verschiedenen Formen. Und dann beginnt das so zu offenbaren. Und das ist das, was ihr braucht. Und deshalb, umso mehr wir uns verbinden oder uns verbinden wollen, darin offenbaren wir all diese Zustände, die der Schöpfer für uns organisiert zwischen uns. Und wir werden sie annehmen wie Buchstaben. Und so werden wir wachsen, voranschreiten, mehr verstehen. Und gemäß dem beginnen wir darauf zu reagieren. Und von unserer Seite wird das bereits wie die Erhebung des Manns, Erhebung des Gebets sein. Und dann beginnen wir in der gemeinsamen, gegenseitigen Verbindung zu sein. Ich meinem Geliebten und er mir. Spanien 2. Guten Morgen, teurer Rav. Wie können wir gleichzeitig auch Freude an der Größe des Schöpfers fühlen? Wie können wir sie in der Gruppe fühlen? Wie können wir die Größe des Schöpfers und Freude gleichzeitig in der Gruppe fühlen? Das hängt vom Maß der Verbindung zwischen euch ab. Wenn ihr jetzt richtig verbunden sein könntet, dann würdet ihr jetzt offenbaren, wie sehr der Schöpfer sich zwischen euch befindet, dass er euch die Freude, die Verbindung, die Wärme, die Sicherheit gibt, das Gefühl der guten Zukunft. Alles hängt davon ab, wie sehr ihr euch verbindet, euch verbinden wollt. Von oben gibt es keine Einschränkungen. Alles hängt nur von der Verbindung zwischen uns ab. Italien 4.
quello che hai spiegato adesso, questo articolo, mi ha fatto venire in mente una frase che tu hai detto ieri, appena abbiamo cominciato. Dieses Zitat, das Sie jetzt erklärt haben. Gestern am Beginn des Unterrichts haben Sie gesagt, dass wir in diesem Prozess zu einem Punkt gelangen werden, wo das Böse uns nicht mehr erreichen kann. Was müssen wir noch erlangen, um diesen Zustand zu erreichen? Wir müssen uns bemühen, uns zu bewegen in der Verbindung zwischen einander, nicht, dass wir weggehen vom Bösen, sondern dass wir damit den Genuss dem Schöpfer bereiten. Das ist richtig. Das Ja, lieber Rav, er schreibt hier, die Zustände, die du mir zuschreibst, das ist die Korrektur, mit der du dann kommst. Mit welchen Krankheiten kann man das überhaupt relativieren, das, was er hier schreibt? Das alles kommt vom Schöpfer und der Schöpfer gibt uns alles. Alle Zustände, alle Verhältnisse, die zwischen uns geschehen. Er formt alles, er organisiert alles so, dass wir uns an ihn wenden. Und im Kleinen und im Großen formt er das so für uns. Er organisiert das so, dass wir als Antwort uns an ihn wenden können. Also sollte man das einfach so über sich sagen oder sollte man zum Zustand kommen, wo man ihn rechtfertigt im Gefühl, oder? Das passiert schrittweise natürlich. Genauso wird auch das schrittweise kommen. Aber wenn das bis jetzt noch nicht gekommen ist, was soll man machen? Man muss auch so weitermachen, zu arbeiten, zu gucken. Wir sprechen hier über Wahrnehmungen, über Gefühle. Sprich mit einem kleinen Kind. Was versteht er? Und was kann er wahrnehmen? Kann er dieses wahrnehmen, deine Gefühle? Er versteht das nicht. Nicht mehr als ein Hündchen. Und auch das weiß ich auch nicht, vielleicht entfernt, ein Hengst. Wir befinden uns noch nicht in solchen spirituellen Zuständen der Wahrnehmung, in diesen Zuständen der Weise des Gebens, der Verbindung, der Liebe. Solche Sachen gibt es noch nicht zwischen uns, aber die werden kommen. Und deswegen jetzt, wir befinden uns noch in einem unbewussten solchen Zustand. Wir fühlen das noch nicht. Wir befinden uns im Zustand der Spiritualität, aber wir fühlen das noch nicht. Was kann man machen? Nur zu vergrößern die Wahrnehmungen und das Gefühl zur Spiritualität. Das ist das Gefühl zwischen uns. Das ist das Gefühl zwischen uns, je mehr wir feinwillig sind zur Verbindung mit den Freunden. Inwieweit ich feinfühlig bin zur Verbindung mit den Freunden, so haben wir das gelernt bei den vorherigen Zitaten bezüglich des Amaleks. Das heißt, wenn ich irgendeine Versuchung erfülle, so wie hier geschrieben steht, muss ich in das Gefühl der Verbindung zwischen uns reinkommen? All das, was wir durchgehen, gehen wir durch in den Verhältnissen zwischen uns und nur in diesen. Ich verstehe dich nicht, Vladimir, was sprichst du? Ich muss von dort raustreten und irgendwohin eintreten zwischen uns. Alles ist zwischen uns. Die Spiritualität ist zwischen uns, der Schöpfer ist zwischen uns, die spirituellen Stufen zwischen uns, das Leben und der Tod ist zwischen uns. Wir nehmen das bloß noch nicht wahr. Hier schreibt er über irgendwelche Krankheiten. Was meint man denn hier?
Ja, das ist das, was vorhanden ist. Und in der individuellen, persönlichen Form und in der Gemeinschaft, alles hängt von uns ab. Deswegen, ich spreche hier über die Verbindung, die Verbindung, die Verbindung, weil davon hängt ab unsere gute Zukunft. Guck doch mal, was hier passiert in der Welt. Die Frage ist, wenn der Mensch das spürt, er verbindet ja das nicht mit der Verbindung. Das ist eine Arbeit. Das ist die Arbeit der Gruppe, dass diese einem jeden von uns daran erinnert, von was wirklich die gute Zukunft abhängt. Nur von der Verbindung. Und die Gruppe kann das uns so formen und so ausrichten, dass wir dieses Prinzip nicht lassen. Alles hängt ab von der Verbindung, dieser Verbindung der zerbrochenen Teile der Seele von Adam Rishon. Je näher die sich befinden zueinander, desto besser wird es sein. Im Ergebnis der Arbeit verbinden wir uns. Das heißt, wir rechtfertigen dann den Zustand, den wir nicht komfortabel fühlen in uns. Kann man so sagen? Das ist egal. Natürlich, wir müssen rechtfertigen einen jeden Zustand, weil der kommt vom Schöpfer und er bringt uns bei, wie wir ein Progress erfahren, noch weiter und noch weiter und noch weiter nach vorne. Entschuldigung, vielleicht bestehe ich drauf. Aber was bedeutet, wir rechtfertigen den Zustand? Nicht einfach so zu sagen, ja, alles kommt vom Schöpfer, wo ich tatsächlich ihn rechtfertige, aber wie? In was? Du rechtfertigst seine Handlung, die durch dich gehen, über dich ergehen. Natürlich musst du das alles verbinden mit dem Schöpfer, weil er ist die Quelle von allem und alle Handlungen, die über dich ergehen, all diese sind dafür da, damit sie dich nach vorne bringen. Und das ist alles. Aber das natürlich dann im Gefühl, oder ich sehe, dass die Handlung kommt tatsächlich vom Schöpfer und dass das mich voranbringt? Du wirst es nachher offenbaren. Du wirst es offenbaren, inwieweit du selber dich richtig ausrichten willst. Bete, bete, bitte bei ihm. Ich sehe die ganze Zeit, du fragst, warum fragst du mich und nicht den Schöpfer? Muss ich ihn fragen, über was denn? Es ist egal, über was, jegliche deine Frage, hebe zu ihm. Warum aber zu mir? Weil sie helfen zu klären, aber wenn ich den Schöpfer egoistisch darum bitte, er soll die ganzen Versuchungen entfernen, aber ich möchte ihn rechtfertigen. In deiner Wendung zu mir bekommst du nur eine kleine Hilfe im Vergleich dessen, wenn du dich zum Schöpfer wenden würdest. Das ist richtig, dass ich ausrichte und anstoße den Menschen zum Ziel, aber in solch einer kleinen Form. Und das ist nicht anstatt dessen, dass du dich an den Schöpfer wenden musst. Nicht anstatt dessen. Es lohnt sich mehr, in der Gruppe zu arbeiten und sich mehr an den Schöpfer zu wenden. Haifa 2. Guten Morgen. Vielen Dank. Ich wollte klären den Unterschied zwischen dem, wo ich mich erstmal über den Freund ärgere oder wirklich einfach der Arbeit. Was ist der Unterschied zwischen dem Gefühl, der Empfindung, wenn das der böse Trieb ist oder einfach so bin ich wie auf der Straße nervös? Man muss überall sehen, die Offenbarung des Schöpfers. Und in der Arbeit und auf der Arbeit und in der Gruppe und überall, das ist das Verhältnis des Schöpfers zu mir, damit man mich zum Ziel
bringt nur dafür. All das, was passiert, all das, was ich empfinde, das, was der Schöpfer in mir schafft, das ist aus dem Zustand, den er in mir entwickelt. Das ist bezüglich der Gruppe, der Freunde, bezüglich des Schöpfers selber. Das alles ist dafür da, dass ich zum Ziel mich bewegen kann, wenn ich das verstehe, dass in einem jedem Platz wirkt der Schöpfer auf mich, dann bin ich in der Lage, zu nutzen, eine jede Sekunde meines Lebens, das Raum gibt, um mit dem Glauben ohne jegliche Unterstützung zu arbeiten. Nochmals. Der Schlag, den einer vom Schöpfer hält, wenn er ihm den Geschmack der Arbeit wegnimmt, dadurch selbst heilt er ihn, weil er dann keinen anderen Weg hat, dem Schöpfer zu dienen, als mit dem Glauben über dem Verstand. Daraus folgt, dass der Schlag, den er vom Schöpfer erhalten hat, dadurch durch diesen selbst geheilt werden kann. Denn sonst wird er in der Trennung weiterbleiben. Darunter verstehen wir, was unser Weisen sagten, dass durch die Schläge des Schöpfers er heilt. Mit anderen Worten, das ist die Heilung, dass er ihm Raum gibt, um mit dem Glauben ohne jegliche Unterstützung zu arbeiten. Und wir können überall den Hisaron sehen, dass es gibt noch eine Zugabe zur Verbindung zwischen uns, zum Streben, zum Schöpfer. Deswegen, wenn wir keine Schläge bekommen, wir stellen fest den Hisaron und können den Mann heben zum Schöpfer, dass er uns voranbringt, voranbewegt. Deswegen müssen wir nicht warten, bis die Schläge kommen und dass überall natürlich, dass der uns heilt in den Momenten des Schlags, der Probleme, sondern dass wir das davor machen, dass wir vorangehen diesen Schlägen. Es ist nicht klar, wenn der Schöpfer den Geschmack in der Arbeit wegnimmt, wie kann man im Glauben arbeiten? Man kann ja in der Gewohnheit arbeiten, aber jetzt gibt es keinen Geschmack. Wie kann er denn im Glauben über den Verstand arbeiten? Wer würde dann arbeiten, wenn es keinen Geschmack gibt? Na, ich sag's ja, vielleicht aus der Gewohnheit heraus, wo er gewohnt ist, die Arbeit im Zehner zu machen. Er will zurückkehren zu irgendetwas, wo er sich aneignen kann, diese Gewohnheit, den Geschmack. Die Gewohnheit wird die zweite Natur, das heißt, er fühlt den Hisaron darin. Der Mensch gewöhnt sich zu irgendetwas, wenn er das macht. Und wenn er das nicht macht, dann fühlt er, dass es ihm fehlt. Das heißt, es gibt so eine besondere Eigenschaft in den Geschöpfen. Wie ist das möglich, wenn er den Geschmack von der Arbeit wegnimmt? Wie geht es trotzdem weiterarbeiten? Was ist die bewegende Kraft, um im Glauben über den Verstand weiterarbeiten zu können? Genau damit du dich hebst im Glauben über den Verstand zur Kraft des Gebens und nicht, weil du einen Geschmack hast. Aber woher bekommt man die Kraft, hier zu arbeiten? Von oben? Von wo kommt die Kraft? Dass ich darum bitte, wir darum bitten, die Kraft zu geben, zu arbeiten, bedeutet, dass es Geschmack in der Arbeit gibt? Nein, es gibt keinen Geschmack. Du bittest und du fragst jetzt bezüglich dessen, von wo kann ich den Anfang nehmen der Wendung zum Schöpfer, dadurch, dass du dich in der Gruppe befindest. Ist das nicht die Gewohnheit, wo ich in der Gruppe bin und bitte darum? Ist das keine Gewohnheit? Wenn du einen Wecker stellst, du forderst die Freunde auf, über dich zu denken, das ist das, was du machst. Also die ganzen Konditionen, die wir kennen. Zuerst sprich langsam und klar. Ja, ich sag's ja. Wie
beziehe ich mich auf die Schläge, über die er hier schreibt, die ich im Leben ständig erhalte? Du musst dich beziehen zu all diesen Schlägen, dass sie kommen vom Schöpfer und dass es keine Schläge sind, sondern das ist eine Einladung dazu, dass du dich, man dich einlädt und zum Progress einlädt. Also welche Veränderungen muss ich dann durchführen, um solche Schläge nicht das ganze Leben zu erhalten? Wie komme ich zu so einer Veränderung überhaupt? Zuerst durch dein Verhältnis, dass das alles eine Korrektur ist. Es gibt hier so einen kurzen Artikel, das heißt, alles sind Korrekturen. Auszug Nummer 1 war genau aus diesem Artikel. Aber sagen Sie, Raff, die Morgenunterrichte, wo ich im Unterricht bin, wenn ich dort nicht teilnehme, verstärkt das Schläge? Hat es damit irgendwas zu tun? Natürlich gibt es eine Verbindung, wenn du nicht mitmachst bei dem Morgenunterricht. Welche Korrektur kannst du dann erlangen? Danach musst du dann, was so heißt, eine Bestrafung, ist aber keine Bestrafung. Du musst. Also, wir lesen den dritten Zitat. Ja, Zitat Nummer 3. Das Wichtigste ist zu wissen, was die wirkliche Krankheit ist. Es stellt sich heraus, dass die große Summe, die man einem großen Experten im Vergleich zu einem Arzt, der kein Experte ist, bezahlt, darin besteht, genau zu bestimmen, was die Krankheit ist. Es stellt sich heraus, dass die Bestimmung des Fehlers, der als negativ angesehen wird, dennoch positiv ist. Das heißt, das Wissen um die Krankheit ist eigentlich eine Korrektur, weil er jetzt weiß, was er korrigieren muss. Es stellt sich heraus, dass die Kenntnis der Krankheit ein Teil der Heilung der Krankheit ist, da es unmöglich ist, die Krankheit zu heilen, wenn er die Ursache der Krankheit nicht kennt. Deswegen ist es nicht genug für uns, dass wir wissen, dass das alles vom Schöpfer kommt und alles wird in uns empfunden als eine negative Weise, in der Weise, wie wir nicht miteinander verbunden sind. Wir müssen diese Sachen herausfinden überall und bitten bezüglich dessen, dass diese Krankheit sich für uns enthüllt. Im Endeffekt ist es der Zerbruch. Das ist unsere gemeinsame Krankheit, der Zerbruch, das Verlangen zum Empfangen. Das muss so sein, dass wir die ganze Zeit enthüllen diese unsere Krankheit und sabemos que el Creador está siempre con nosotros, está siempre presente con nosotros, su presencia es constante. Wir wissen, der Schöpfer ist immer mit uns, anwesend in uns. Seine Anwesenheit ist ständig. Porque a veces esa presencia es tan intensa en nosotros que puede. Wie können wir gut uns gut fühlen mit dieser Anwesenheit, weil das ist dermaßen stark ist, dass dies dazu führen kann, dass wir starke Schläge fühlen können, das nicht aber begreifen. Wir müssen nur nach vorn zum Schöpfer schreiten. Von ihm wegzurennen ist nicht möglich. Du siehst doch, die Menschheit versucht das zu machen, investiert darin all ihre Kräfte. Nichtsdestotrotz bekommen die ganze Zeit Schläge, weil die richtige Entwicklung, die richtige Verbindung, das richtige Verhältnis zum Schöpfer ist, wenn du zu ihm gehst, ihn zu treffen, zur Ähnlichkeit der Form. Und deswegen sein ganzes Verhältnis wird sich offenbaren, wie gut und das Gute. Aber wenn du dich befindest in der gegensätzlichen Tendenz, das ist das, was die Menschheit versucht zu machen und wir auch gewöhnlicherweise, wir wollen vom Schöpfer bekommen, um zu empfangen.
Wir bekommen das zurück, all das, was er uns bereitet hat, und in Bezug diesem Getriebe der Entwicklung, der Weltschöpfung, müssen wir wachsen jeden Tag mehr und mehr. Und das Ergebnis dessen ist, dass unser Progress ist negativ und nicht positiv. Wir schaffen es nicht. Hinter den Kräften, die auf uns wirken, jeden Tag mehr und mehr, wir nehmen diese nicht an, um zu geben. Bis wir dann kommen zum Zustand, vielleicht ein Vielen Dank für die Gelegenheit zu fragen. Der Zehner fragt bei uns, wie kommt Heilmittel vor dem Schlag? Immer nach vorne sein, immer voranschreiten. Zu wünschen, ein Führender zu sein, dass du voranschreitest und hinter dir. Natur gegeben wird, die ein Geschenk von oben ist. Nochmals Zitat 4. Es gibt eine Korrektur von oben, dass der Mensch das Böse nicht sehen kann, da es eine Regel gibt, dass einem nicht mehr gezeigt wird, als man in sich selbst korrigieren kann. Es ist wie in der Körperlichkeit. Wenn man seine wahre Krankheit nicht erfährt, wenn die Krankheit unheilbar ist. Aus diesem Grunde wird gerade demjenigen, der zur Verunreinigung kommt, der die Wahrheit sehen will, diese offenbart. Wenn der Mensch vorankommen will und darum bittet, dass ihm das wahre Maß des Bösen gezeigt wird, dass ihn dem Willen für sich selbst zu empfangen liegt, dann gibt man ihm die Hilfe von oben. Das heißt, er wird von oben verunreinigt. Das heißt, ihm wird von oben der Schaden in Tuma gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt er aus tiefstem Herzen zu beten, dass der Schöpfer ihm anstelle des Willens zu empfangen, den er von der Natur aus hat, das Verlangen zu geben gibt und dass ihm die zweite Natur gegeben wird, die ein Geschenk von oben ist. Als ob das sehr einfach und transparent passiert. Der Mensch versucht, das zu machen, was er kann, was er will. Aber der Schöpfer, der bereitet ihn solche Sachen, dass der Mensch sieht, dass er sich befindet im schlechten Zustand, bis er bereit ist, das Böse anzunehmen in so einer Art und Weise, dass er versteht, dass sein Böses geht aus seinem Verlangen zu empfangen, und dann bittet er, diese Krankheit von ihm zu nehmen, und die Quelle von all diesen Krankheiten ist das. Como para buscar estas carencias. Ja. Wie findet man diese Mängel, bevor der Schöpfer mir Schläge gibt? Damit das mich zum Glauben über den Verstand führt. Das ist sehr gut. Versucht die Verbindung mit den Menschen, mit der Gruppe, weil das ist das Ziel. Wir müssen zurückkehren zu dem vollkommenen System von Adam Rishon. Und indem du handelst bezüglich der Verbindung mit den Freunden, liebe den Nächsten wie dich selber, dadurch bedeckst du alle Probleme, heilst du alle Krankheiten, die du hast. Du gehst, du schaffst die Heilmittel für die Krankheit. Die Krankheit und Heilmittel ist die Verbindung zwischen den Freunden. Moskau 4. Ach, der Mensch möchte vorankommen und beten, dass man ihm das Böse, das wahre Ausmaß enthüllt. Darum muss ich beten?
Ja, aber besser, wenn wir beten werden bezüglich etwas Gutes, wenn wir die Möglichkeit haben, um etwas Gutes zu bitten, wenn wir wollen die Verbindung, die Kraft der Liebe, wenn ich darüber beten kann. Und der Graf, Freunde, wie versteht man, für was bittet man denn richtig? Was muss ich denn fühlen, dass ich verstehen soll, dass das Verlangen korrigiert werden muss? Und wie korrigiert man die Absicht vom Empfang für sich zum Empfang zu geben? Also, du hast versucht zu fragen über die ganze Wissenschaft der Kabbalah. Das, was wir bitten müssen, ist nur eins, dass der Schöpfer mir hilft, mich mit den Freunden zu verbinden und dass er sich offenbart zwischen uns. Das ist alles. Und wir haben keinen Mangel in nichts, außer verbunden zu sein im System von Adam Rishon. Und wenn diese Verbindung richtig ist, dann damit sich der Schöpfer offenbart zwischen uns und dann werden wir die Welt korrigiert sehen. Das höhere Licht füllt die ganze Realität, das heißt die Verbindung zwischen uns und die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind in einem Platz und alles wird sich regeln. Alles hängt ab nur von der richtigen Verbindung, das heißt von der Verbindung der zerbrochenen Teile von Adam Rishon und außerdem gibt es nichts und nur das hat der Schöpfer gemacht. Und nochmal zu fragen, der Zerbruch besteht aus mehreren Teilen. Und weil es so viele sind, dann versteht man nicht richtig. Wie kann man überhaupt schrittweise das Ganze sehen? Ich vertiefe mich nicht in diese. Ich versuche nicht zu analysieren, was zerbrochen ist. Warum muss ich mich im Zerbruch befinden? Wenn ich die Kraft der Korrektur habe von oben, dann muss ich nicht herausfinden, den Zerbruch und inwieweit und inwiefern und wie viele Menschen und mich immer wieder vertiefen in dieses Thema. Das wird mir nichts geben. Ich bitte nur eins, dass die Kraft der Korrektur, dass die höhere Kraft, das höhere Licht, der Schöpfer, egal wie man das nennt, dass er erwirkt von oben und mir hilft in dieser Verbindung. Ich muss nicht in diesen Zerbruch herumwühlen, in welche Teile, welche Abschnitte. Ich brauche das nicht. Ich muss nur denken über die Verbindung. Die Herangehensweise muss nur so sein, nur zur Verbindung. Und der Schöpfer, der offenbart die zerbrochenen Zustände nicht dafür, dass wir lernen aus dem Zerbruch. Wir werden nicht daraus lernen bezüglich des Zerbruchs. Wir müssen zur Vollkommenheit gehen und die Vollkommenheit ist zu wissen, dass man zerbrochen ist und das nennt man den Vorteil des Lichtes aus der Dunkelheit. Es gibt viele Menschen, die leiden wollen, die mögen verschiedene solche Übungen durchführen, dass sie genießen dadurch, dass sie leiden. Das ist nicht gut. Dieser Masochismus ist nicht gut. Wir müssen nur streben zur Verbindung. Wir werden das noch lernen. Also fünfter Abschnitt. Auszug Nummer 5. Glücklich ist der Mensch, den der Herr bedrängt. Und wir sollten fragen, ist das nicht der Zweck der Schöpfung, sondern Geschöpfen Gutes zu tun? Dies ist also das Gegenteil des Ziels.
Und wir können interpretieren, dass es bekannt ist, dass jeder Zweig seine Wurzel ähneln will. Wie es in der Einleitung zum Buch Zohar geschrieben steht, dass die ganze Welt die Ruhe liebt. Dies ist jedoch wie eine Person, die einen Stock in der Hand hält und alles schlägt, um sie zum Arbeiten zu bewegen. Daher muss jeder seine Ruhe aufgeben, um von den Bedrängnissen mit einem Stock geschlagen zu werden, gerettet zu werden. Der Stock ist die Bedrängnis, wenn eine Person das Gefühl hat, dass ihr etwas fehlt. Wenn also ein Mensch einen Mangel hat, weil er nicht zu essen hat, muss er arbeiten, um das Leiden des Hungers zu stillen. Je größer der Mangel ist, desto mehr muss er sich anstrengen, bis er gezwungen ist, das Objekt seiner Sehnsucht zu erhalten. Wenn also Schöpfer die Person bedrängt, die keinen Mangel an Spiritualität hat, dann zwingt das Leiden den Menschen zu großen Anstrengungen, bis er die Spiritualität erlangen muss. Guten Morgen, Freunde. Raf, erklären Sie bitte diese Phase, wenn der Mensch zum Beispiel eine Phase der Schläge durchgeht. Und diese Phase geht vorbei und eine Ruhephase tritt ein. Worüber sagt es aus, dass der Schöpfer über diesen Menschen vergessen hat? Oder ist es eine Phase der Ruhe, der Erholung als ein Bonus? Dass der Mensch keine Erweckung von oben erhält, das ist deshalb, weil man von ihm die Erweckung von unten erwartet. Das ist kein Bonus und kein Urlaub und keine Ruhe oder irgendein kein Preis. Andersrum, der Mensch muss jetzt erwecken, damit es ihm wehtut, viel mehr wehtun würde. Deshalb, weil er tun müsste, aber hat es nicht getan im Vergleich dazu, was vorher war. Deshalb, er muss alle seine Kräfte mobilisieren, um diese Sachen nicht loszulassen und zu erwachen. Deshalb steht es so geschrieben, der Mensch muss immer den bösen Trieb reizen zum Guten. Also und so das, was er Jörg 4. We're completely evil. The Creator is revealing that to us. And I understand that we hasten times. Wir sind absolutes Böses. Der Schöpfer zeigt es uns. Ich verstehe, dass wir die Zeit beschleunigen mit Hilfe unserer inneren Arbeit, aber es scheint, dass das Böse ist so groß, so unendlich. Wie können wir diesen Krieg einstellen, vorsichtig sind, dass dieser Krieg nicht passiert? Wenn wir uns richtig vereinigen würden, in unseren Zehnern, richtig vereinigen, dann würden wir die ganze Menschheit auch das Bestreben zur Verbindung geben und beeinflussen würden. Glaub mir, das kann nur funktionieren, wenn jeder im Zehner vereint sein möchte und wir wollen, dass von unserer Verbindung das Ganze sich ausbreitet, ja, dieses Bestreben an die ganze Welt. Die ganze Welt sind nur kleine Kinder, die einfach streiten auf der Straße, im Hof. Wenn sie in der Lage wären, zu hören und von uns gesteuert zu werden, also wir machen aber unsere Handlung nicht, unsere Arbeit nicht. Ich bin sehr feinfühlig, sehr gereizt in der Arbeit im Zehner. Ein jedes Mal, wenn ich was sage, dann stecheln mich die Freunde an. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Vielleicht sollte man lernen, wie man die Freunde richtig erweckt, auf eine richtige Art, wo sie uns verstehen, damit sie das sich wünschen würden, sich zu verbinden, auf die Welt einzuwirken. Aber man muss mehr mit der Welt verbunden sein und mehr sich verantwortlich fühlen für die gesamte Welt. Wir sind dieselbe große Gruppe, die der Schöpfer auserwählt hat, um ein Übergang zwischen ihm und der gesamten Menschheit zu sein. Und wenn wir uns richtig aufbauen und uns richtig verbinden, dann durch uns, die Menschheit wird das Leuchten von oben erhalten und sie beginnt zu verstehen, was ihre richtige Richtung ist. Das heißt, wenn etwas in der Welt passiert und etwas nicht in Ordnung ist, dann muss ich mich darum kümmern, weil ich tue das. Ich führe zu diesem Bösen. Bulgarien. Guten Tag, Raf. Wir haben darüber gehört, dass der Schöpfer, der kann sich offenbaren nur im Zehner. Es gibt Fälle, wo er Schläge bringt auf den Zehner. Er reguliert die Freunde. Wie kann man fertig werden und sich stabilisieren in so einem Geschehnis? Nur, wo man darüber mehr spricht, näher kommt, verstehen, dass unser Schicksal, unsere Zukunft hängt davon ab, also nicht vom Erfolg jedes Einzelnen, sondern von unserer Verbindung. Einfach zu wissen, das ist das Anzeichen des Erfolges, wenn wir justamente in relation a la pregunta que hizo de Bulgaria. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Freunde. Un amigo muy fuerte está ahora enfermo, muy enfermo, y nos ayuda a estar más conectado. Als Fortführung der Frage aus Bulgarien. Wir haben einen Freund, der ist sehr stark. Er ist jetzt krank. Er hilft uns, verbunden zu sein. Frage, wie kann man arbeiten? Wo ist der Unterschied zwischen den Schlägen, die der Mensch individuell bekommt, oder die Schläge in der Gruppe als Ganzes? Ich nutze auch diese Möglichkeit, um Weltkli zu bitten um unseren kranken Freund und um alle Freunde von Bnei Baruch. Nochmal die Frage, wie sollte man sich beziehen zu individuellen Problemen und zu den Problemen des ganzen Zehners? Über die individuellen Probleme können wir dem Zehner erzählen, kurz, um die Freunde nicht zu verwirren, aber damit sie verstehen würden, wenn es wirklich individuelle Probleme sind, über die es wert ist zu erzählen, wo es die Verbindung zwischen uns verstärkt. Und so müssen wir ebenfalls zwischen den Gruppen darüber mitteilen, durch unser gemeinsames System. Ich weiß, es gibt Verantwortliche dafür, richtig? Und dann zu schreiben, demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Und so werden wir auch über die allgemeinen Probleme von allen wissen und werden uns da einschließen. Und so rufen wir durch uns auch auf sie das rückführende Licht. Belarus. Als Fortführung dieser Frage, wenn der Mensch sich in den Handlungen des Gebens befindet, kann ihm kein Schaden zugefügt werden. Man redet hier noch nicht über den physischen Körper, weil bezüglich Bnei Baruch sehen wir das nicht ganz klar. Wir können bei Bnei Baruch noch gar nichts sehen, denn wir befinden uns noch nicht direkt in der Verbindung mit der höheren Kraft. Deshalb, du kannst nicht dich herum
schauen und sagen, wenn du auf die ganze Welt schaust, und was sagst du? Sagst du, der Schöpfer ist böse, er macht das Böse, er zerbricht alles, hat keine Barmherzigkeit, und ich würde alles viel besser tun an seiner Stelle. So klärst du das, was passiert in der Welt. Und den Schöpfer und uns selbst. Und das ganze Nebaruch. Also solange der Mensch seine Sicht nicht richtig korrigiert, dann kann er nichts sagen bezüglich des Schöpfers, bezüglich aller anderen. Natürlich, ihr annulliert dann alle. Mit Artikel 3. Wenn der Schöpfer den Menschen Schläge bereitet, dann hat der Mensch den Zehner, der Zehner erklärt, wenn der Schöpfer schlägt, dann wird dadurch der Mensch geheilt. Aber wenn die Schläge der Zehner bekommt, an wen kann sich der Zehner wenden? An wen der Zehner sich wenden kann? Gibt es etwas außer der höheren Kraft? Gibt es etwas bei dem Mensch, beim Zehner, bei der Welt? Bei jedem. Also beginne ich hier, so wie die Religionen, die tausende Arten des Schöpfers entwickelten in Bezug auf alles. Der Schöpfer im Stein, im Baum, im Wind, in der Sonne, so etwa? Nein, natürlich nicht, aber die Frage ist, der Zehner selber, die den Schlag bekommen haben, für die ist es schwer zu erfühlen, in was schlägt der Schöpfer, in was heilt der Schöpfer und wo der Unterschied ist. Nur dadurch, dass der Zehner erwacht und dankt den anderen Zehnern. Wie passiert es? Was heißt selber und was heißt dank den anderen Zehnern? Dank dem, dass der Zehner darum bittet, aus dem Absturz rauszukommen, wenn der Zehner abgestürzt ist. Sagen wir mal, in diesem Absturz gibt es diverse. Also jeder, der oben oder unten ist, aber auch in Bezug auf die anderen Zehner, du hast immer das Innere und das Äußere. Kann man das ein bisschen genauer, was heißt in Bezug zu den anderen Zehnern? Wie passiert es, wenn der Zehner bittet um Hilfe bei den anderen Zehnern? Das haben wir noch nicht angefangen zu lernen, wir wollten das erstmal, aber vielleicht kommen wir dazu im nächsten Kongress. Ich bin mir da nicht sicher, wir sind dazu noch nicht vorbereitet. Auf jeden Fall, es gibt Zehner im ganzen Weltkli und wir müssen fühlen, dass durch ihn bekommen wir das höhere Licht. Das höhere Licht geht durch sie an alle. Und so kommen wir voran. Der Zehner muss das festlegen, dass sie das Licht durch das allgemeine Kli bekommt? Ja, natürlich. Ohne das können wir uns nicht wenden und an das ganze Weltkli geben. Aber auf jeden Fall befinden wir uns mit ihnen in Verbindung, selbst während des Unterrichts, täglich sogar. Jetzt, wenn wir hier sind, weißt du, welche Lichter jetzt unter uns anwesend sind und verbinden und enthüllen jeden und jeder, jeden Zehner, alle Zehner gemeinsam, ja. Wie das Weltkli, wie reagiert dieses und wie hilft dieses den einzelnen Zehnern? In dem Maße, wie ein einzelner Zehner sich mit dem gesamten Kli verbindet, in diesem Maße, auf die Weise können wir das allgemeine Licht genießen. Das, was Sie jetzt geraten haben, Spanien 1, was ist das, wenn ein Zehner schreibt und um praktische Hilfe bittet? Dass der Zehner schreibt, habe ich nicht einmal gesagt, denn in der Zeit, wo Sie schreiben, dann wissen Sie konkret, wenn etwas auf dem Papier steht, das, was man hinzufügen kann oder entfernen kann, wie kann man deren Bitte präziser gestalten? Es lohnt sich, das zu machen. Ich denke, dass jeden Tag müssen wir so ein Schreiben an den Schöpfer tun. Nicht zu lang, ein paar Sätze, mehr nicht. Das muss vom ganzen Zehner kommen? Von jedem Zehner.
das, was Sie gesagt haben, Spanien 1, dass man diesen Freund die Unterstützung geben würde, müsste der Zehner sich an den Weltkli bitten und bitten? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber der Zehner muss sich darum bitten. Ein jedes Mal, jeden Tag sagen sie, dass wir nicht genug verbunden sind und deswegen gibt es diese Probleme in der Welt. Ich frage, was ist unser Problem? Warum sind wir nicht verbunden? Gibt es eine Lösung? Worin liegt unser Problem? Das Problem ist, dass ihr nicht zuhören wollt. Wir wollen nicht hören. Ja, lass uns mal von morgens bis abends die ganze Zeit beim Schöpfer um Verbindung bitten. Was passiert dann? Okay, wir werden weiter bitten. Was passiert dann? Nee, mehr als das will ich nicht hören. Dass du jetzt sagst, und dann, was dann? Ich habe schon gesagt. Was werden wir dann beim Unterricht machen? Um Verbindung bitten. Nur das und dann werden wir verbunden sein? Ja. Also glauben Sie uns, wir bitten immer bezüglich der Verbindung. Ja gut, dann sehe ich das, aber was beschwerst du dich? Nein, ich frage, Sie sagen, wir sind nicht verbunden. Bitten und nicht verbunden, das ist ein Anzeichen, dass wir falsch bitten. Wie sollte man richtig bitten? Vielleicht machen wir hier einen Fehler, verstehen Sie? Versucht den Schöpfer zu überzeugen, dass ihr eine Verbindung braucht und außer der Verbindung nichts mehr. Und dann, was weiter? Passiert es dann? Und dann passiert das. Vielleicht fehlt uns noch irgendetwas. Und wir verstehen diesen Punkt nicht, dass das Kli verbunden ist miteinander. Es fehlt eine Sache, dass dein Verstand könnte ausgelöscht werden, den in irgendeine Stelle reinstecken und nur an der Verbindung arbeiten. Kein Kluger lernt, sondern diejenigen, die darum bitten, sogenanntes. Sogenanntes Anklopfen. Sie bekommen Erfolg. Sie haben den Erfolg. Jetzt lernen wir. Wir haben keine Fragen. Vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht müssen wir immer streben, hervorzurufen, das Licht zurückkehren zur Quelle. Ja, das müssen wir lernen. Ansonsten, wozu lernen wir? So wie schreibt er im Vorwort zum Test. Ihr habt dieses Prinzip vergessen, das Hauptprinzip, das rückführende Licht. Das Licht, das zurück zur Quelle führt, was zu Ihnen während des Studiums der Tora herabsteigt. Ja, hier haben Sie recht. Natürlich, wir vergessen über diesen Auszug. Wir vergessen, das Licht zurückkehren zur Quelle anzuziehen. Also bete, dass du nicht vergisst. Ja, ich versuche das zu machen. Also bete, dass man dich auch daran erinnert. Na, ich mache das die ganze Zeit. Also bete, dass ich dich daran erinnere. Come possiamo indirizzare nella giusta maniera le sofferenze che sentiamo nel nostro ego verso l'obiettivo? Wie können wir richtig nutzen den Leid, den wir fühlen, im Verlangen zu empfangen, zur Ausrichtung zum Ziel? Das Leid ist vorgesehen, um uns zu erwecken, so wie wir vorgestern gelernt haben. Wir brauchen das Leid, um an die Verbindung mit dem Schöpfer umzudrehen. Ansonsten, wenn wir keine Leiden haben, müssen wir den bösen Trieb reizen zum Guten und uns an den Schöpfer wenden, dass wir immer zwei Kräfte haben und wir würden sie verbinden wollen und so vorankommen. Die Leiden kommen deshalb, weil wir nicht fühlen die Wirkung, also die gute Wirkung der
Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Weltkli. Bezüglich dessen, was Sie Spanien 1 und Petach Tikva 3 geantwortet haben. Wenn man erzählt im Zehner gute Sachen, die mit den Zehner passieren, wenn man darüber im Zehner spricht, und man dankt ein Gebet mit der Dankbarkeit zum Schöpfer. Natürlich, das ist sehr wichtig. Natürlich. Wird, der Weltlichkeit genannt wird. Nochmal. Du hast keinen Grashalm unter dir, der nicht ein Engel hat, der ihm anschlägt und ihm sagt, wachse. Wir sollten uns fragen, warum es einen Engel braucht, der es schlägt oder warum es nicht wachsen will. Schließlich sehen wir in der Natur, dass jedes Einzelne wachsen und nicht klein sein will. Um dieses zu verstehen, müssen wir dies in der Arbeit interpretieren, in der spirituellen Arbeit. Solange man von der Natur aus in der im Verlangen zu empfangen eingetaucht ist, verzichtet man auf jede Art von Gadlut und will in der Weltlichkeit bleiben. Es gibt jedoch eine Kraft von oben, die Engel genannt wird. Und ein Engel ist eine Kraft, die ihn geben will und schlägt und sagt, wachse. Mit anderen Worten, sie schlägt ihn mit ihrer Kraft des Gebens und sagt ihm, wachse, komm aus deiner Weltlichkeit heraus, obwohl man mit einem Willen zu empfangen geboren wird, der Weltlichkeit genannt wird. Ja, schön erzählt er uns. Also, wenn wir von oben viele solcher Erweckungen bekommen, zur Verbindung, zur Verschmelzung, zum Vorankommen, durch den Weg der Verneinung, positiven Weg, in verschiedenen Arten, man muss das erkennen, wie der Schöpfer einwirkt auf uns, und so kommen wir voran. Gut, ich sehe keine Fragen. Tatsächlich, hier ist alles klar und glatt. Weiter 7. Erstmal bekommt das Licht des Angesehens, das ist das Leiden der Liebe, wenn es keine Annullierung der Tora gibt, und das ist die Folge dessen, dass je mehr er sich anstrengt der Tora, desto mehr vergrößern sich seine Leiden, und es gibt keine Annullierung der Tora, weil der, der die Tora lernt, der braucht diese Leiden, und daraus resultiert, dass wenn er keine Tora hat, hat er keine Leiden. Und das ist, wie es gesagt ist, das heißt, die Leiden der Liebe, weil es in denen keine Annullierung der Tora gibt. Und das heißt, der, der liebt, der den Schöpfer, der beweist es, weil damit der Mensch die Leiden hat, bezüglich dessen, dass er den Schöpfer nicht findet in der Tora, nicht ein jeder Mensch wird es wert, dass er dadurch die Leiden bekommt. Und deswegen ist es jetzt gesagt, der Mensch ist glücklich, der leidet wegen dem Schöpfer. Diese Leiden muss er kaufen, dass er ein wirkliches, echtes Verlangen und eine Leidenschaft hatte, dass nur in dem echten Verlangen offenbaren sich die Leiden, dass der Mensch kein anderes Kli für die Erlangung des Genusses hat, außer dieses Verlangen. Das bedeutet, es ist wie der materiellen Liebe. Wenn wir nicht darauf verzichten würden, auf das Bestreben, welches einer zum anderen hat oder einer zum anderen, und davon vielleicht Vergnügen bekommen. Und niemand würde sagen, dass man zu viel Liebe hätte. Also wenn es uns Genuss, die Füllung gibt, das heißt, je mehr, desto besser. Manchmal wollen wir das kaputt machen, quasi kaputt machen, um den Unterschied zwischen dem Schwarzen und dem Weißen zu spüren. Aber in Wirklichkeit, weil alle Verbrechen die Liebe überdeckt.
Also die Liebe verstärken können wir nur, wenn wir ein bisschen Mängel darin offenbaren. Aber im Wesentlichen ist das nur dazu da, um die Liebe zu verstärken. Deshalb, wir müssen das auch seitens des Schöpfers begreifen, damit der Schöpfer Leiden gibt, dass der Schöpfer diverse Wünsche bei dem Menschen erweckt, dass er Stich hier und dort, um den Mensch zu beschleunigen, zur Liebe, zur Verbindung. Und dadurch wird sich das Ganze alles noch mehr verstärken. Nichts passiert von oben, außer um das Gute zu verstärken und zum Guten zu bringen. Und unsere Arbeit besteht darin, dass wir brauchen würden, in der Lage sein würden, zusammen mit dem Schöpfer zu sein, in der Richtung zum Guten zu gehen. Dann in Wirklichkeit nennt sich der Mensch der Arbeiter des Schöpfers, wo er sich darum bemüht, aus der ganzen Kraft zum Zustand zu kommen, wo er ihn offenbart. Die Verbindung. How do we awaken the friends in the right way? How do we awaken the friends in Wie erwecken wir die Freunde in der richtigen Art und Weise? Weniger Worte und